Hallöchen und willkommen zurück bei The Search. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört, haben bloß ein bisschen gefarmt und die Waffen und so weiter fertig gemacht oder aufgewertet. Und ich würde Hallo. Jetzt nochmal... Hallo? Ach, seht ihr, was mir einfällt, das darf ich nicht vergessen. Aha, genau, die Gesamtlautstärke muss ich einen kleinen Tick runternehmen, beziehungsweise bloß die Effekte. Und die Musiklautstärke kann ich endlich mal wieder anlassen, denn ich hatte nach dem Intro dummerweise... Oder vor dem Intro die... Halt, warte mal, das können wir eigentlich mal lagern. Altmetall lagern. Nach dem Intro... Oder vor dem Intro, sorry. Bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Pass auf dich auf. Die Musik runtergeschraubt. Und... Weil da halt ein Lied vorkam, womit ich sonst Probleme bekommen hätte auf YouTube. Und hab's aber vergessen, danach wieder anzuschalten. Und sich der ein oder andere gewundert hat, warum bei mir keine Musik kommt. So, her damit. So, ich hoffe, wir kommen heute ein bisschen weiter. Die beiden Typen da oben lasse ich jetzt einfach mal stehen und wir gehen hier unten weiter. Flup, flup, flup. Irgendwo? Da links, der fuck. Den meinte ich. Irgendwo war doch noch so ein Typ. Oh, Gott sei Dank. Lass uns den anderen kümmern. Nein! Oh. Gut ist, wenn man die halt bloß schnell erledigen will, geht man halt auf so ein ungepanzertes Körperteil. Und dann ist Ruhe. Relativ schnell. Da hinten ist noch so ein anderer Typ. Überraschung. Sehr gut. Könnt ihr ja nun sagen, dann geht doch immer auf die ungepanzerten Körperteile und switch kurz vorm Ende auf das Körperteil, was ich haben möchte. Nur ist die Chance höher, was zu erhalten von den Gegnern, was ich brauche, wenn ich von Anfang an auf ein gewisses Körperteil draufkloppe. Ah, hier geht's hoch. Gehen wir erstmal hier hoch. In der Hoffnung, dass hier oben bloß ein bisschen was rumliegt und es nicht wirklich weitergeht, aber... Ui, was ist denn das da hinten? Dann gehe ich nochmal runter und schaue mir erstmal die andere Ecke der Halle hier unten noch an. Materialdepot. Mist. Dachte, der fährt noch eine Weile, hab gerade was getrunken. Bitte! Na, was haben wir denn hier? Überladen, 13, da sind wir weit drüber. Na komm raus, der haut mich bestimmt wieder. Ich gehe schon mal weg. Ach, okay. Komm schon, sag was. Bist du okay da oben? Danke, ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war.
Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Huch. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Jo. Bis dann. Triffst du vielleicht deinen Hau Kumpel? Ein. Hau ein. Komm schon, hier wird doch noch irgendwas rumliegen. Oh. Okay, ja gut, dann sehen wir den an der Servicestation, wenn wir das nächste Mal dorthin kommen oder ich einfach sterbe. So, da hinten ist noch einer, den hatten wir schon mal erledigt, da sind wir von da oben da runter gesprungen. Oder der hatte mich da umgehauen, irgendwie so. Genau, hier oben stand der andere Techniker. Förderbandzentrale. Oh ja. Halt. Da lag doch was. Verstärktes Rohr, eine neue Waffe. Ach geil. Mittel, sehr niedrig. Ja, okay. Dann nicht für mich. Was ist denn das da hinten? Du fieser Sack. Herr damit. Jetzt habe ich mich aus Versehen geheilt. Was ist denn das hier? Der hat mit dem Teil geschossen, ne? Okay, das kann ich nicht überbrücken. Hier gibt es doch bestimmt was. Okay, die Kamera ist manchmal in so Ecken wirklich sehr unvorteilhaft. Nur Kopfmodul, okay. Sag mal. Hä, wieso kann ich denn den nicht anvisieren? Jetzt. Zweieinhalbtausend Altmetall haben wir schon wieder. Schrotthaufen. Einmal. Hab gedacht, der platzt auf und versprüht dann sein Zeug. Mal wieder so ein Bein mitnehmen. Mann! Oh, shit. Ich kann mich gar nicht mehr heilen. Ja, scheiße. Jetzt habe ich ein leichtes Problem. Ich kann mich nicht mehr heilen. Mal da oben lang gucken. Da
wäre der Weg nicht ganz so weit, falls ich hier jetzt irgendwie sterben sollte. Achso. Ich hatte es in Elite Dangerous schon erzählt, wer es vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Ich hatte meinen Rechner komplett neu gemacht. Und ich weiß gar nicht, kann ich hier noch was verändern? Ja, noch mal ein bisschen mehr. Und zwar... Ach hier, guck mal, bestimmt, ob das Spiel im Kampfgeschehen kurze Verzögerung auslöst, um das Trefferfeedback zu verbessern. Das probiere ich mal. Was ich eigentlich anschalten wollte, war... Was ist denn? Hier. Das immer zeigen, dafür die Waffenfertigkeit nicht immer. Kurze Verzögerung. Shit. Oh fuck, was ist das? Och nö. Oh fuck, ey. Shit, ey. Alter. Der hat aber viel ausgehalten. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell unser Altmetall wiederholen. Ah, hier sitzt der andere Typ rum. Grüß dich. Schönen Tag, Warren. Also ich merke jetzt nichts von irgendeiner Verzögerung bis hierher. Ach, ja, sorry, dass ich heute so oft im Mission, im Menü rumhänge. Hier, diese Finishing-Cam-Wahrscheinlichkeit, die stelle ich mal aus. Die hatte ich die letzten Mal eigentlich, waren die bei sehr niedrig, aber ich mache die mal aus. Ich muss das nicht jedes Mal haben. So schön, wie es vielleicht aussieht, aber nö. Das ist wirklich ganz schön brutal, muss ich mal sagen. Aber stört mich ja nicht. So, nochmal ein kleiner Schrotthaufen, auch super. Damit können wir immer wieder neues Altmetall bekommen, falls uns mal was fehlt. So, jetzt erstmal hier hoch, das Altmetall holen, dann nichts wie weg. Oder soll ich es gegen das Vieh jetzt auch immer mal wieder probieren? Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist, ob ich da schon eine Chance gegen habe. Da hinten liegt noch so ein Tier rum. Na, ich ziehe jetzt... Weg. Also schaffen könnte man es wahrscheinlich. Vorsicht vor dem Stachel. Ich sag's noch. Gibt bestimmt viel Altmetall. Wenn... Ah, shit. Ich sollte irgendwie immer wieder alles neu anvisieren. Shit. Das war die letzte Heilung. Shit. Fuck. Ich kann mich nicht mehr heilen. Nein. Haus weg. Ja! Ja! Puh, Alter! Da gebe ich direkt mal das Altmetall aus. Was wir jetzt von dem Vieh bekommen haben, ich gehe da nicht weiter.
Junge, 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 das war vielleicht knapp. Also da oben würde ich jetzt tatsächlich erstmal nicht weitergehen wollen. Das ist mir ein bisschen zu heftig noch. Ich kann auch den Shortcut dann gleich mal hier hinten rumnehmen, dass wir dann schneller bei der anderen Gegend wieder sind. Ja, machen wir das so. Schön, dich zu sehen. Ah ja, jetzt geht's. So froh, dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Huch. Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Kann dir nicht helfen. Doch, natürlich, oder? Wir versuchen es mal zu finden. Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Du und Hobbs, kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Okay. Jetzt ist hier auch wieder so eine Musik im Hintergrund. Da weiß ich halt nicht, ob das geil ist für YouTube. Ich werde es ja sehen. Falls das GEMA-technische Konsequenzen wieder mal haben sollte, werde ich das wieder ändern müssen. So, wir könnten die Kernleistung noch mal ein bisschen erhöhen. Das mache ich jetzt auch ganz frech zweimal. Super. Ja, 32. 35 kann ich noch mal ein neues Implantat benutzen. Klick mal das Schwarze an. Okay, und weiter. Wir helfen gern. Nicht dafür. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr geil, ne? Dass man halt wirklich die entsprechenden Teile von Gegnern abschlagen muss, um dann Materialien daraus zu gewinnen, die ich dann... Ach, hier geht es dann von drüben wahrscheinlich wieder runter. Die ich dann halt wirklich selber brauche, um gewisse Dinge dann aufzuleveln oder halt abzugraden. So, da ist noch einer. Das sind zwei. Scheiße, stimmt, das sind zwei. Ich kann es ja mal probieren. Keine Ausdauer. Shit, das war doof. Oh Gott, weg mit dir. Schema freigeschaltet. Rhino Brustmodul. Ey, geil. Boah. Kann man direkt mal hier Brustsachen sammeln. Oh shit. Bin sehr unkonzentriert. Ärgert mich selber ein bisschen. Ach komm. Echt, das ist so unnötig teilweise, was ich hier mache. Hau ihn weg, hau ihn doch weg! Mann! Geht natürlich nicht ohne Ausdauer. Mann. Würde ich jetzt am liebsten direkt nochmal zurück. Hey, hauen weg, Alter.
Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück und baue mir das Rhino-Brustmodul zusammen. In der Hoffnung, dass ich das dann schon tragen kann. Und es mich im Kampf unterstützt. So, dann bauen wir das noch. Huch, da war ja noch einer. Total vergessen. Ah, stimmt, hier oben steht auch noch einer. Nö, den haben wir ja schon. Quatsch. Was erzähle ich denn da? Das ist ja immer der Erste, der ein paar auf die Nuss kriegt. So. Hallo. Hallo. Das war die Kommunikationsstation. So, Rhino-Brustmodul. Kann ich sogar bauen. Und das andere auch. Ach nee. Doch. Nee, könnte ich nicht. Da fehlt mir eins und eine ganze Menge Altmetall. 10.000 Altmetall. Brustmodul. Brauche einen mehr Kernleistung. Na gut, geht aber trotzdem. Drei mehr Verteidigung. Gut, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.